Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Dauntless und im geschäftigen Treiben von Ramsgate. Ja, wir sind hier wieder eben erschienen am Dorfeingang. Da spawnen wir dann immer und es geht jetzt natürlich wieder weiter bei Cadrin, der Amateuralchemist. Catch schlägt vor, dass du dem Quartiermeister einen Besuch abstattest, um zu sehen, was er dir anbieten kann. Belohnungen: 3 Stamina Tonic, 3 Frenzy Tonic, Schematics, Frenzy Tonic, Schematics, Stamina Tonic. Okay, so. You survived, der Amateuralchemist, you survived a rogue gnosher without serious injury. Recruit, but you won't always be so lucky. Be sure to check in with the bosun. He's something of an amateur alchemist and he told me he's cooking up some useful potions for you. Okay. Keep those blades sharp. So, dann folgen wir hier dem, falsche Richtung. What's up, Skipper? Genau, hier ist er auch schon. We setting sail soon? Ja, der Amateuralchemist, du hast also von meinem Hobby gehört. Ja, die Alchemie war schon immer eine meiner Leidenschaften und ich bin um einiges besser darin geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Tatsächlich habe ich schon ein paar Proben angefertigt. Zuerst ein paar Raserei-Elixiere. Benutze eines davon, wenn du mehr Schaden austeilen willst, besonders gegen wütende Behemoths. Und diese Ausdauer-Elixiere werden dir dabei helfen, dich bei Erschöpfung zu erholen. Überprüfe das Herstellungsmenü, um zu sehen, was ich sonst noch für dich herstellen kann. Okay, so. Cat schlägt vor, dass du dem Quartiermeister einen Besuch abstattest. Okay, complete. So, herstellen. Ich habe hier für Frenzy Tonic habe ich hier Skybloom und für Stamina Tonic habe ich hier ja Flitzblatt und Skybloom. Da stelle ich jetzt einmal mal welche her. I think you'll be glad you stopped by. So, dabei belasse ich es jetzt einmal mal. I think you're on the right. Und es geht hier ja wieder zu Cadrin. Nee, nicht zu Cadrin. So, aber ich habe ja Belohnungen für die Waffen bekommen, also um diese doch aufzurüsten. Und da schauen wir jetzt gleich mal, ob wir das beim Schmied denn erledigen können. Just a moment, Slayer. So. Keeping busy, are we? Waffen hoch. Ich denke, ich kann ja auch noch einen Hammer herstellen, richtig? Stelle ich jetzt einmal mal her. So, der wurde jetzt meinem Inventar hinzugefügt. Ich stelle hier auch noch die Kettenklingen her. So, die habe ich jetzt eben auch erhalten. So, damit geht's hier jetzt zurück. So, und Waffen hoch hat der hier für mich als Quest. Do this little thing for Wills. Wills Bowman hat einige Waffenverbesserungen verfügbar. Schließe eins vom folgenden ab. Rekrutenschwert verbessern, Rekrutenhammer verbessern, Rekrutenkettenklingen verbessern. Damit bekomme ich 100 Notes. Wieder zurück, mein Freund. Ich vermute, du möchtest deine Waffen aufwerten und verbessern, nicht wahr? Nun, die Bowman-Schmiede hilft dir nur zu gerne, also frisch ans Werk. So, herstellen. Jetzt habe ich hier mein Schwert und jetzt steht hier wieder verbessern. Was sich hier dann verbessert, das werden wir sehen. Elementare Regulation plus 20. So, ich verbessere jetzt hier mal mein Schwert. Gegenstand verbessert. Höchststufe erreicht. Ja. Was sich jetzt verbessert hat, das ist die Frage. Vielleicht eben die Gesamtkraft, die wird hier um 20 dann erhöht. Und ich verbessere jetzt hier einfach mal alle. Und ich verbessere jetzt hier noch die Kettenklingen. So, damit habe ich jetzt hier alle verbessert. Ich schaue mir das jetzt hier kurz im... Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Hier wollte ich hin zur Ausrüstung... Ja, das hat jetzt hier 108.
Das, denke ich, hatte zuvor eben nur 88. Und ja, damit haben wir 20 mehr hier auf dem Schwert. Und jetzt sehen wir mal, was er hier... Was hier dann als nächstes kommt. Ja, ich denke, das sollte sich auf deiner nächsten Jagd bewähren. Beim Gedanken daran, wie du mit meinen bescheidenen Werken einen Behemoth vernichtest, schwillt mein ostisches Herz vor Stolz. Okay. So, Wills Bowman hat einige Waffenverbesserungen verfügbar. So. Genau, das schließen wir hier ab. Stay alive, Slayer. Und ja, das war's jetzt hier erstmal. Und jetzt geht's hier weiter hier mit der nächsten Quest. We need to chat. Oder was gibt's hier denn so auf der Karte? Geschütztes Grenzgebiet. Jage einen bestimmten Behemoth aus dieser Zone. Gut, da gehe ich jetzt hier wieder zurück. Und ja, schau mal, was er noch für eine Quest hier für mich hat. Ship's good to go. Hikes Catters Smithy. Ready for a fight? Der Quartiermeister empfiehlt, dass du die Rüstungsschmiedin Moira Hikesketter kennenlernst. Verbesserung der Rekrutenrüstung, Maske des Rekruten. So, das nehme ich jetzt an. Hey there, Recruit. Hope those supplies came in handy during that last hunt. If you're running low, I'm happy to craft replacements for you. And speaking of handy, have you spoken to Moira and the Hikesketter Smithy lately? She can do a lot to patch up that armor of yours. You won't last long if you don't keep your equipment shipshape. Okay. Steady on, Skipper. Ja, und damit muss ich hier zur Rüstungsschmieden. Die hier ziemlich nah am Waffenschmied natürlich gelagert ist. Und ja, so, hier haben wir Moira. Und Hikesketter Smithy, genau. Da sieh mal einer an, was der Shrike hereingebracht hat. Ich sage das wegen der Clownspuren auf deiner Rüstung, aber dagegen kann ich was machen. Ich kann deine Rüstung verbessern oder dir sogar etwas Neues schmieden. Und hey, ich glaube, du hast auf dieser letzten Jagd deinen Kopfschutz vergessen. Der hier geht aufs Haus. So. Okay, die schließen wir ab. So, Forging the Future. Everyone needs notes, even Slayers now and then. So, Rüstungsschmiede Moira Hikesketter wird dabei helfen, deine Rüstung zu verbessern. Schließe natürlich wieder eines der folgenden ab. Und ich bekomme 100 Notes. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die Notes denn verwenden kann, aber das erfahren wir wahrscheinlich noch früh genug. Ja, diese Dame sieht ziemlich... ja, sehr männlich aus. Ist für mich ein bisschen komisch, aber gut. Ich kann verbessern, was du gerade am Leib trägst und um ganz ehrlich zu sein, sollte ich das auch. Deine Rüstung hat auf dieser letzten Jagd echt was abbekommen. Lass uns mal den Schaden betrachten. Okay, so, jetzt sind wir hier beim Herstellen. Ist das die Maske? Ich verbessere jetzt hier aber mal meinen Brustpanzer. Der bekommt hier dann plus 5. So, ich verbessere hier noch die Handschuhe. Die bekommen hier alle plus 5. Kann man ja alles gut gebrauchen hier und die Maske dann letztendlich auch noch. So. Damit geht's jetzt hier mal zurück. Yes. Bitte sehr, es sieht zwar immer noch nicht so gut aus wie Behemoth-Rüstung, aber du bist jetzt definitiv besser geschützt als vorher. Das ist auch gut so. Es klingt nämlich, als würde Cat von jedem verfügbaren Slayer verlangen, vorzutreten, um Ramsgate zu schätzen. So, Rüstungsschmiedin Moira wird dabei helfen, deine Rüstung zu verbessern. Genau, das schließen wir ab. Don't take too many chances. Aufwertungsgutschein Rüstung. Where did I leave those tongs? So, ich lege das jetzt natürlich erstmal an. Ausrüstung. Wir haben jetzt natürlich hier beim Schwert. Das hat jetzt hier 108. Okay, ja, die haben wir jetzt alle mal verbessert hier, glaube ich. Naja. Wo ist jetzt hier mein Inventar?
So, und hier legen wir die Maske des Rekruten an. Damit haben wir jetzt 108. Also von den 27, die sind hier eben nicht aufgestiegen. Warum? Das weiß der Geier. Vielleicht ist das nur eine Quest. Und es hat sich nicht wirklich was verbessert hier. Ja, aber gut. Damit geht es jetzt hier erstmal wieder zurück. Und ja, die nächste Quest, die gibt uns wahrscheinlich wieder jetzt Cadrin. Für unsere nächste Jagd auf einen Behemoth. Und hier stehen auch noch Böcke rum. Ja, Böcke stehen da rum. So. Was hat Cadrin für uns? Glühende Kohlen. Besiege einen Rogue Embermane als Test für deine Warnslayer-Fähigkeiten. Jage Rogue Embermane. Belohnungen 50 Notes. Das nehmen wir an. Hör zu. Neuer soll das wahrscheinlich heißen. Du und die anderen Rekruten haben beachtliche Arbeit beim Säubern des abgelegenen Grenzgebiets geleistet. Es wird dort zwar nicht so bleiben, aber dafür kann ich in unseren Fokus jetzt auf gefährlichere Behemoths im monströsen Randgebiet legen. Du musst dich nur noch um einen ärgerlichen Rogue kümmern, einen Rogue Emberman. Beseitige ihn. Try not to get killed. So, der ist wahrscheinlich hier auf dem Aufgabenbrett hier, das geschützte Grenzgebiet. Genau, so, glühende Kohlen. Und ja, dem stellen wir uns dann auch gleich, wenn hier dann noch jemand gefunden wird. Oder die Gruppe. So, wir haben hier eben noch drei Mitstreiter. Die haben alle jetzt die gleiche Rüstung. Wahrscheinlich auch alle die gleiche Quest. Aber, ja, betreten wir jetzt einfach mal. Und, ja, wir sind ready. Und dann geht's hier mal los. Brady Bardi hat wahrscheinlich einen Hammer. Oder sieht das nur so aus? Und der hat hier die Kettenklingen. So. Ja, wir warten hier auf Streak. Der hat hier vielleicht eine schlechte Verbindung. Was weiß ich gerade, weiß ich nicht. Ja, wir warten hier jetzt mal. Vielleicht kommt er ja noch. Oder wir brechen halt einfach auf. Das sehen wir dann. Was ich außerdem noch nicht weiß, ist der Unterschied zwischen Rogue und eben anderen. Zwischen nur Embermane oder stärkeren Mythic oder je nachdem. Was das zu bedeuten hat, das eröffnet sich mir noch nicht, aber das wird sich dann wahrscheinlich im weiteren Spielverlauf, denke ich, von selbst erklären. Und ja, wir warten hier noch fröhlich noch eine Minute. Mal sehen, vielleicht wird es auch geschnitten. Ja, wir sind jetzt hier eben zu viert unterwegs. Jetzt sind alle hier bereit und ja, alle Anfänger hier. Und ja, there we go. Meins ist grün, die anderen sind braun. Ja. So, und there we go. Ja, meine Maske war nämlich, wie man sehen konnte, eben grün. Und die meiner Freunde hier, die sind alle braun. Und wir sind alle Anfänger. Deswegen. Genau, wir hauen jetzt einfach mal hier auf die Kacke. So, ich schau jetzt mal, wo der hier ist. Don't forget to use it. Aber wir müssen hier entlang. Und da vorne kann ich wieder was sammeln. Oh, da drüben gibt's was. Sehe ich auch gerade. Kann man die Pilze sammeln? Anscheinend ja. Genau, hier ist jetzt dieses Wrathworth. Die konnte ich ja zuvor nicht. Die hatte ich nicht vorrätig. Und hier vorne gibt's eben dieses Flitzblatt. Und
Und ja, unsere Freunde sind hier wahrscheinlich schon in Richtung Abermain aufgebrochen. Gehe ich jetzt mal einfach ganz stark davon aus. Und ja, wir hüpfen da mal hier hoch. Und ich höre schon die Musik, also die geben es dem wahrscheinlich schon ordentlich. Ich sammle da mal hier aber noch kurz die Pilze und dann... Ja, dann widme ich mich unserem Freundchen hier. So. Ja dann, Abermain. Schauen wir mal, was du so kannst. Ja, da ist dann... Oh, da ist ziemlich Flux unterwegs. Wow, okay, nee. So, der hat jetzt hier einen ordentlichen Schlag drauf gekriegt hier. Und wir hauen hier ziemlich drauf. Genau, jetzt kommt er hier wieder. Versucht hier... Ja, da muss man schon ein bisschen Acht geben. Sonst... Jetzt hat er aber anscheinend keine Ausdauer mehr. Und ja, jetzt kommt er gleich wieder. Oh ja, jetzt will er mich. Nee, danke. Ja, jetzt gibt das den anderen. Wow, okay. Der hat mich volle Kanne erwischt, hat zum Glück nicht so viel abgezogen. Ja, und da kriege ich nochmal eine. Oh ja. Also der... Ja, der hat es hier schon ein bisschen in sich. Ja, den habe ich jetzt nicht erwischt hier. Ja, der ist hier ordentlich unterwegs. Der ist hier ziemlich schnell. Aber zu viert geht das, glaube ich, ein bisschen schneller. Der hat jetzt hier auch schon ordentlich was eingesteckt hier. Wow, 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 wow. Nee, 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 nee. So. Ja, jetzt sieht so aus, als würde es der hier nicht lange tun. So, jetzt steht er aber wieder. Er hat auch schon kein Horn mehr, das haben wir ihn schon abgetrennt. So, jetzt haut er uns, glaube ich, nochmal eine drüber hier. Hallo, hier. So, mich will er nicht. Aber er läuft hier in Spießrutenlauf und versucht hier eben uns zu treffen. So. Ich löse jetzt hier mal meine Spezialfähigkeit aus. Sofern der... Ja, genau. Jetzt hat er mich weg. Listen up. This is important. Keep an eye on your timer. Wo ist denn der Timer? Den sehe ich aber gerade nicht. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich sehe den Timer nicht. So, wir müssen den nicht mehr allzu oft treffen, denke ich. Wow. Ja,
Der hat uns voll erwischt. Und nochmal. Ja, wir haben ihn erlegt. Und ja, mein Rang ist dieses Mal A. S++, Team Ranking. So, ich bekomme hier Gold. Dreimal, genauso wie meine zwei anderen Teamkameraden, außer Streak. Ja, ich habe hier wieder kein abgebrochenes Teil bekommen. Aber wir haben hier den Rogue Embermain besiegt. So, und es geht hier gleich wieder zurück, denke ich. Ja, ich kann mich jetzt im Moment hier noch bewegen. Aber jetzt geht es auch schon wieder zurück nach Ramsgate. So, da sind wir auch schon wieder und wir geben noch die Quest hier bei Catrin ab. Sounds like it was quite a hunt. Lündekohl, du hast Ramsgate stolz gemacht. Naja, nein, das stimmt so nicht. Du hast Ramsgate stolz gemacht. Slayer, und du hast dir das Recht verdient, deine eigene Legende zu schmieden. Sprich mit mir, wenn du wieder bereit für den Kampf bist. Es gibt da draußen im monströsen Ranggebiet viele gefährliche Behemoths, die keine... deine Aufmerksamkeit benötigen. Okay, so. Damit habe ich natürlich die Quest abgeschlossen, bekommen weitere 50 Notes. Und ja, die nächste Quest ist Gnasher-Angriff. Go on. Und ja, das war's dieses Mal von mir mit Dauntless und eben dieser Quest und dem, ja, dem Behemoth Embermain. Bis beim nächsten Mal mit der Quest Gnasher-Angriff weitergeht. Das seht ihr in der nächsten Episode und ich hoffe, ihr bleibt dran. Genau, das war's von mir aus der Open Beta. Euer Ubex.